Willkommen bei Gartenburg. Unsere Pumpe ist krank, sie leckt. Also von der Elektrokrempe sollte man die Finger weglassen, gerade weil die Pumpe ja mit Wasser läuft. Aber dann sollte man einen Fachmann nehmen. Aber hier handelt es sich ja um mechanische Teile, ja, und sie läuft. Und jetzt heißt es hier erstmal Fehler suchen. Man sieht ja nicht im eingebauten Zustand, wo es tropft. Hier lief bloß unten auf einmal ganz viel Wasser raus. Ja, so, und wenn man die Pumpe dann, was Standgeräte sind, die nimmt und guckt die sich an und sucht, dann sieht man es gar nicht. Ja? Wie unser Leck ist, hier zwischen schoss das Wasser dann raus. Aber mit bloßen Augen kaum zu erkennen. Ja? Weil dann alles hier rausspritzt. Dann kann man das anders mal machen, macht einen Becher voll, ein bisschen Abwasch, also Spülmittel rein. Natürlich ausgeschalten die Pumpe. Dann, achso, jetzt müssen wir das mal machen, stellt man sich vor, die ist im eingebauten Zustand. Dann einstreichen überall. Einschalten und dann sieht man, wo es Blasen schlägt. Natürlich, wie bei uns, wenn viel Wasser raus ist, ist das Spülmittel auch ruckzuck weg. Aber wir haben zumindest gesehen, dass es hier unten kaputt ist. Dass es rausschießt. Ja, das zur Fehlersuche. Einfach ist es natürlich, wenn das Gehäuse kaputt ist und es spritzt bloß aus einem Loch raus, dann sieht man es. So, das haben wir das also gefunden. Dann gehe ich auch wieder weg. So. Ich weiß, wie man so eine Pumpen auseinanderbaut, aber ich versuche das jetzt mal zu erklären. Für jemanden, der nicht so fachmännisch bewandelt ist. Erstmal, dann schraubt man einfach erstmal irgendwo, weil man nicht immer sieht, sind sie zusammengesetzt. Ja, wie das, dieses Gehäuseteil ist hier bloß angeflanscht. Ja, man baut einfach erstmal alles ab, was das Gehäuse zusammenhalten könnte. Wie hier. Alles, was schraubbar ist, ab. Das kann man hinterher wieder anschrauben. Hier geht es darum so leicht, weil ich ja, um zu wissen, welches Teil und Teilenummer und Dichtung ich bestellen muss, darum haben wir die Pumpe natürlich schon auseinander gebaut gehabt. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Pumpenverkäufer, ob Baumarkt oder Einzelhändler, nicht jedes Ersatzteil gleich zur Hand hat bei der Produktvielfalt. Ja. So, die Schrauben bei solchen Pumpen, achso, mache ich mal hier vorne, damit man es besser sieht, sitzen natürlich. Das heißt, man braucht auch entsprechendes Qualitätswerkzeug. Wir haben hier hochwertige Werkzeuge, die sind natürlich etwas teurer und die Schrauben können festsitzen. Bei uns nun jetzt nicht, aber weil sie schon ab waren. Hier kann man zum Beispiel Maulschlüssel oder Ringschlüssel aufsetzen und kann vorsichtig verlängert drehen. Und immer ohne rohe Gewalt, sonst reißt es ab. Gerade weil das ja im Kunststoff drin ist, die Schrauben. So. Wie man sieht, ich habe dazu eine kleine Schachtel. Weil wir müssen es ja dann lagern, ehe das Ersatzteil dann da ist. Und zu empfehlen ist, oder empfehle ich jetzt, man muss ja die Teilenummer dann auch erstmal raussuchen, wenn man sie bestellen muss. Oder der Händler weiß es. Wer jetzt übers Netz bestellt, Internet bestellt, der braucht die Teilenummern. Dann klickt man sich einfach beim Hersteller dieser Pumpe ein und dann findet man in den Datenblättern dann auch die Ersatzteile. Und dann sieht man auch, wie die Pumpe zusammengebaut ist. Das sind Schnittmodelle. Also dann hat man das auseinandergebaut, nebeneinander liegen, wie das alles ist. Das ist dann wie eine Bauanleitung oder wie eine Reparaturanleitung. Handy, Fotoapparat, Fotos machen vom Auseinanderbauen. Achso, Smartphone muss ich mich verbessern. Ich bin vielleicht noch zu altmodisch. Ja, bei Teilen was länger dauert. Wenn man jetzt hier fällt es jetzt schon automatisch ab, weil es ja schon auseinander war. Die Teile können verdammt sitzen. Ich würde jetzt nicht wissen, dass das bloß aufgesetzt ist und geflanscht ist. Ist da eine Dichtung drin, ist da keine drin, dann sitzt das natürlich. Dann nicht mit roher Gewalt. Ja, entweder man versucht mit der Hand immer abwechslungsseitig zu klopfen oder mit einem Gummihammer. Immer mit Geduld. Irgendwann löst sich das. Und vorsichtig mit Lösungsmittel, hier handelt es sich ja um Kunststoff, da müssen es säurefreie Lösungsmittel sein. Und Lösungsmittel lösen auch, die lösen auch den Kunststoff auf. Also immer vorsichtig. So, jetzt haben wir das hier ab. So. Dann haben wir ja gesehen, jetzt sieht man es natürlich besser im ausgebauten Zustand, dass hier die Lücke größer ist als jetzt hier. Ja, der Schaden ist entstanden. Ich habe einfach vergessen, meine Lottrigkeit, die Pumpe zu entwässern. Das hat der Frost erledigt. So, jetzt guckt man sich dieses Teil an. Ja, entweder man bestellt das alles komplett. Ja, das sieht man ja dann anhand der Ersatzteil. Nicht der Nummern alleine, sondern da sind die Bilder auch mit zu. So, aber wie man sieht, ist zweifarbig. Also sind zwei Teile. Dann nehme ich jetzt hier. Jetzt weiß ich nicht, hier sieht man nicht, geschraubt ist es nicht. Jetzt könnte es ja Kunststoffklemmen sein. Ja, sonst aber auch nicht. Jetzt heißt es, das irgendwie rauszukriegen. Es sitzt ja verdammt fest.
Ja, und dann ganz langsam, auch wie hier beim Pumpen, die Häuser auseinander, abwechslungsreich. Bei mir fällt es natürlich gleich raus. Es ging aber sehr schwer. Und Geduld. Wenn man die Geduld verliert, kann man ja auch mal eine Stunde was anderes machen. Oder sich auf die Schaukel setzen und sich sonnen. So, und jetzt hat man das, so, dann guckt man sich das an. Entweder man macht sich einen Pfeil drauf, kratzt sich einen Pfeil drauf, damit man nachher später weiß, wie rum wieder zusammengebaut ist. Nicht alle Bilder sind so zusammengesetzt, dass man nachher weiß, wie. So, dann gucke ich mir das an. Hier auch wieder dieses Wasserführung, zweifarbig. Blups. Ja, sehe, hier ist zum Beispiel ein Dichtungsring, daher geht das, sitzt ja auch straff drauf. Man sieht ja, was sich hier durch Pumpen, durch längeren Zeitraum auch so abgesetzt hat. Wir haben ja jetzt unser kaputtes Bauteil gefunden und jetzt nehme ich mal ein anderes. Und jetzt kann man ganz sicher zu gehen, dass so was richtig ankommt, haben die Hersteller die Teilnummern mit eingegossen. Ja, dann kann man das auch kontrollieren, um sicher zu sein, dass man auch für die Pumpe auch das richtige Teil hat. Denn je nach Fördermenge sind ja die Pumpe unterschiedlich, aber sehen alle gleich aus. Also wirklich, um sicher zu sein. Sonst ärgert man sich bloß, weil man wieder warten muss. So, jetzt habe ich bestellt. Jetzt ist mein Teil da. Schnell, ja. Nein, also mal ein, zwei Tage, wenn man wirklich viel dann gießen muss, wenn man die Pumpe, dann kann man auch mal einen Wasserhahn aufdrehen. So. Wichtig ist, dass man da, wo Dichtungen sind, wie hier, kann man noch O-Ring zu sagen, weil er aussieht wie ein O und auch noch rund ist, die sollte man mit Beständen auswechseln, ja, damit man sicher ist, dass es auch dicht ist. Haben wir also gemacht. Hier ist unser neuer O-Ring. Sauber machen, hier ist es sauber. Wieder aufsetzen. Dann ist man immer auf der sicheren Seite, dass es auch dicht ist. Denn so eine Dichtringe verhärten auch mit der Zeit nachher. Das ist dann wie beim Auto. So, hier haben wir unser neues Teil. Trotzdem nochmal wirklich genau vergleichen, ob es auch identisch ist. Ja. Hier kann man jetzt die Teile nochmal, vielleicht weiß nicht, ob die Kamera das jetzt aufnimmt, noch sehen. Die ist hier, wo mein Finger ist, hier unten. Hier sieht man sie nicht. Warum? Weil eben der Dreck hier unten, der am Wasser sich absetzt, Kalk, andere Schmutzwasserbestandteile, das nicht mehr erkennen lässt oder schlecht. So, das ist natürlich auch nachhaltig, weil ich hier bloß ein Teil brauche. Der Motor funktioniert top. Wir haben vorher auch getestet, ob die Lara und die sitzen wunderbar. Wir werden eine ruhige Funktionsprobe machen. Man kann den, jetzt ist es ja ein reiner Elektromotor, den kann man auch eine Trockenprobe machen, also Strom dran, mal laufen lassen. Und wenn der gleichmäßig ruhig läuft, hier nichts klappert, braucht man auch keine ganz neue Pumpe, sondern bloß das Teil. Ja. So, dann heißt es wieder zusammenbauen. Wer es sich nicht gemerkt hat, auf die Fotos gucken oder die Bauanleitung. Ich setze jetzt das. Natürlich sind die Teile jetzt schon, die haben wir schon beim Ausbauen gereinigt. Richtig wieder fest andrücken. So. Hier kommt jetzt wieder dieser, die Förderpumpe, der Ring rein. Schön vorsichtig, nicht verkanten. Richtig, immer mit Geduld. Nicht mit Gewalt. So. Da ich alles in eine Kiste mache, kann man hier gucken, es fehlt nichts, dass ich jetzt hier beim Anbau ist. Das ist auch ein Preisvorteil, den man dann dabei hat. Das Teil kostet jetzt unverbindliche Preisempfehlung, dass die Häuser um die 30 Euro plus Transportkosten. Also, und eine neue ganze Maschine kostet auch wieder unverbindlich etwas über 100 Euro. Also wenn ich jetzt, wie hier, das Video läuft ja keine Stunde, da habe ich einen guten Stundenlohn, ja. Wenn ich mir eine Stunde Zeit lasse beim Umbauen, dann habe ich 70 Euro Stundenlohn. So. Ach so, wenn man sich nicht sicher ist und erkennt keine Markierungen, damit die Schrauben auch gleich die Löcher wiederfinden, kann man sich, bevor man sie auseinanderbaut, auch einen Strich machen. Hier ist es einfach. Hier hat man hier ein Gehäusetrennung oder vom Gießen einen Rand und hier. Und wenn die identisch sind, passen dann auch die Schrauben. So. Ein bisschen fummeln, dass es so richtig sitzt. Gucken, dass die beiden, wenn keine Markierung da ist, macht man sich mit einem Schraubenzieher oder mit einem anderen Werkzeug einen Strich drauf. Kreide empfehle ich nicht oder solche Mittelchen, weil die durch Anfassen lösen die sich ab. Auge wieder rein. Passt doch sofort. Und durch die Markierung, die ich mir da gemerkt habe, brauche ich da noch nicht rumfummeln. Erstmal alle leicht anheften. Gleichmäßig anziehen
Und das macht man bei Zylinderköpfen, bei Autos, alles immer circa so über Kreuz oder wie beim Rad anziehen. Also beim Auto. Also immer, wenn ich die Schraube, ich ziehe die nicht fest, ich ziehe die bloß leicht ran. Immer, über, wie man sagt dann immer, über Kreuz. Also wenn ich jetzt die beiden angeheftet habe, die hatte ich jetzt hier über Kreuz, dann die und dann nehme ich die. So, und dann fange ich also wieder hier an, wo ich angefangen habe, mit der hier. Oder jedenfalls mit der Seite. Und jetzt ziehe ich Stück für Stück immer wieder im Wechsel. Ohne Gewalt. Das kann ich 3-4 Mal machen. Immer wieder über Kreuz. Schön langsam. Denn wenn man erst eine Seite festzieht, wie hier, und das verkantet ein bisschen, ballert dann hier irgendwo ein ganz knack machen und das Gehäuse ist wieder kaputt, dann brauchen wir das nächste. Ja, also, das ist immer wie im Kreis. Gott, wenn man mal die Richtung verliert, ist das ja auch nicht. Und jetzt kann man schon mal anfangen, jetzt fange ich schon an, ein bisschen fester anzuziehen und immer daran denken, dass die Winde da drinnen, also die Schrauben haben sich in den Kunststoff eingefressen. Das ist jetzt keine Maschinenschraube, also wie jetzt am Auto. So, jetzt ist alles wieder fest, gleichmäßig angezogen. Jetzt kommen die Verschlüsse wieder dran. Na, mal gucken, wenn es ein bisschen schwerer geht, vielleicht noch mal vorsichtig mit einer Drahtbürste. Dann hier diese, die Winde, dass die Winde ein bisschen sauber machen. Man sieht ja dann hier auch, dass hier sich auch Absatzstoffe gebildet haben, wie Kalk, Eisen, noch was weiß ich, was im Wasser noch so alles ist. Das muss man als Hobbywasser nicht wissen, muss man das nicht unbedingt wissen. Wichtig ist, dass die Bauteile sauber sind. Wie gesagt, alles nochmal kontrollieren. Selbst hier alle Schrauben. Immer jetzt ringsrum testen, ob sie wirklich alle fest sind. Vorbeugen ist besser als hinten, als nachher nochmal alles auszubauen. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite. 100% Sicherheit gibt es nicht, aber so, und nun kann ich einbauen. Wasser läuft, also funktioniert, es ist alles dicht. Jetzt spüle ich nochmal komplett alle Systeme durch. Und wer sich nicht sicher ist, handwerklich, dann kann er beim Gas-Wasser-Heizungsinstallateur nachfragen, ob die die Arbeiten übernehmen oder bei einem Elektriker, weil es ja auch mit Strom zusammenhängt, die Pumpe. Das dürfte immer noch günstiger sein, als eine neue Pumpe zu kaufen. Das war's dann. Ich werde jetzt hier alles noch entlüften, also nicht entlüften, beziehungsweise durchspülen. Und dann kann ich zufrieden die Pumpe wieder in Dauerbetrieb nehmen. Und diesen Winter, vor dem Winter, vergesse ich es nicht, diese Pumpe nochmal zu entlüften. So, das war's. Viel Spaß, wenn ihr das selber repariert. Bis zum nächsten Mal.